kann, muss der Tatsache auch ins Auge sehen, dass die Unübersichtlichkeit der Flüchtlingsströme für Zwecke der Kriminalität genutzt wird. Die Flüchtlinge, die meisten Flüchtlinge flüchten ja vor dem Terror. Aber natürlich benutzen solche Personen das ganze Geschehen, um auch für ihre Zwecke tätig zu sein. Und wenn dann die Polizei noch stark gebunden ist mit ihren Aufgaben in der Betreuung, Versorgung und Kontrolle von Flüchtlingen, auch der Bewachung, dann bindet es Kräfte, die an anderer Stelle fehlen. Und das gehört alles dazu, wenn wir uns ehrlich machen. In aller Sachlichkeit, in aller Ruhe bleibe ich bei meiner Forderung, dass wir im Jahre 2016 eine Wende in der Flüchtlingspolitik, und zwar aller Facetten, brauchen.